wo es so sein könnte. Wir fördern immer nur, die Kinder bekommen Probleme und dann gehen wir hin und sagen, wir müssen das Kind noch besser fördern. Also da kommt manchmal schon das ganze Lehrerkollegium auf dem Zahnfleisch daher. Die arbeiten sich sogar wohlmeinend für die Kinder auf und wollen die immer noch besser fördern, aber sie tun nichts für sich selber. Und gerade das müsste doch das Kind am Beispiel des Erwachsenen lernen, für sich selbst gut zu sorgen. Na? Wenn ich mich dauernd überlaste mit Aufgaben, von denen ich meine, die sind theoretisch notwendig, dann lade ich mir was auf und die Last drückt mich nieder. Es ist kein Zufall, dass Depressionen heute so ein großes Thema geworden ist. Und wenn ich mit den Depressiven ins Gespräch komme, die verteidigen ihre Depressionen also mit Schrotflinte und Messer und allem. Und es ging so einfach. Der Klaus Ritter wird nachher einige Sachen zeigen, ganz praktisch, was man mit geistigen Wirkungen, der Mensch ist ja nicht nur Körper, er ist auch nicht nur Seele, er ist auch Geist. Und Geist möchte auch mal eine geistvolle Ansprache haben. Und wenn er die nicht bekommt, dann hängt er halt durch. Und da hier oben die Logistikabteilung ist, ja, was passiert da, wenn da oben immer nur reingemeldet wird, wir haben schon wieder nicht geschafft, wir haben unsere bewussten Kräfte verdoppelt und das Ergebnis war nur, dass wir jetzt doppelt ausgelaugt sind. Die bewussten Kräfte sind einfach begrenzt und wir machen alles mit den bewussten Kräften. Wenn es nicht geht, verdoppeln wir unsere bewussten Anstrengungen und ich als Zuschauer grinse dann immer, weil ich sehe, jetzt ist der Kerl tatsächlich doppelt angestrengt. Ja, also ich verdopple meine Anstrengungen, Ergebnis, ich bin doppelt angestrengt. Also bitte strengen Sie sich nicht an, sondern strengen Sie sich ab. Das Wort gibt es nicht. Ne? Also die Wörter, die eine Lösung darstellen, gibt es im Deutschen nicht. Ich gebe mir Mühe, funktioniert von alleine, das flutscht uns nur so raus, aus dem Mund und aus dem Gedächtnis. Aber ich gebe mir Mühe, dann bekomme ich auch Mühe, stimmt's? Was man sich gibt, bekommt man auch. Und wenn ich mir mehr Mühe gebe, bekomme ich mehr Mühe. Also dann gebe ich doch die Mühe bitte nicht mir, sondern wenn schon jemand anders. Vor 30 Jahren habe ich meinen ersten Vortrag über Hypnose und Suggestion im Alltag gehalten. Losgelassen. Inzwischen habe ich gemerkt, dass ich die Vorträge nicht halte, sondern ich lasse sie los. Ist auch im Unterricht so, wie will man im Unterricht vorwärts kommen, wenn er immer nur gehalten wird. Ne? Und wir sehen es einfach nicht, weil wir alles vom Papier runter lernen und unser Wahrnehmungssystem, auf das achten wir nicht. Dem misstrauen wir. Vorhin die Mutter, die mit der ich zuletzt gesprochen habe, die sagt mir, sie erkennt das Problem nicht in der Schule. Dann habe ich ihr erzählt, dass sie absolut alles an dem Problem erkannt hat. Aber wenn sie sich das eingesteht und das auch noch sagt, dann kriegt sie eine drauf dafür. Wenn der kleine Maxl, wenn der Vater besoffen ist, Alkoholiker, und der Maxl sagt, der Siebenjährige sagt, oder der Zehnjährige sagt zum Vater, bist besoffen, dann kriegt er eine rein. Also lernt er, dass der Vater nicht besoffen ist, sondern er ist halt nur angeheitert oder egal wie. Ne? Gut, also das waren jetzt nur einfach so Beispiele, dass Worte Wirkungen haben und die wirken von klein auf und die bewirken unser Leben, unsere Entwicklung. Und wenn ich jetzt hinschaue und schaue mir das Leben an, dann sehe ich und ich frage mich, findet denn da überhaupt Entwicklung statt? Und dann sehe ich, nein. Es ist immer, wenn der Entwicklung machen möchte, gibt es immer nur eine Zunahme der Verwicklung. Ja, ich strenge mich noch mehr an, bin noch mehr angestrengt. Ich überwinde mich und ich bin dann tatsächlich überwunden. Das hat auch Rückwirkungen auf unser Skelett- und Haltesystem. Stellt euch vor, ich komme zu euch nach Hause, gehe an die Haustür und drücke auf den Klingelknopf, dann machst du auf und dann komme ich rein und überwinde dich. Ja, und solche Sachen machen wir als Problemlösung und es ist doch immer das
Gegenteil von Lösung, es ist Verdrängung, Verdichtung, Rückstau der Probleme und irgendwann geht die Lawine über uns weg. Ja? Was ich jetzt so nebenbei sage, das ist mein pädagogisches Konzept, die ich kann, Schule, die Maria Montessori hat ihres, der Rudolf Steiner hat seins und ich habe auch eins und es funktioniert. Und es funktioniert ganz einfach und es funktioniert immer da, am besten, wo die anderen am wenigsten können. Ja? Das ist jetzt auch für den Rücken, stellt euch mal vor, ich muss ja, wenn ich mich aufrichten möchte, ist es schlecht, wenn ich immer schwächer werde. Ja? Also es ist gut, wenn ich stark werde. Und damit ich stark werden kann, muss ich mir erst einmal bewusst werden, dass eine Schwäche etwas anderes ist als eine starke, als eine schwache Stärke. Das, also vordergründig schaut es jetzt so aus, als ob ich abschweife, aber es geht um Schwäche und Stärke und das übertragen wir dann bitte auf den Körper. Ja? Legasthenie ist das Wort für diese Schwäche. Bitte, wer es weiß, der soll es einfach laut rufen, wie heißt das Fachwort für diese Stärke? Legastheniker. Das heißt Leseschwäche. Schwäche, ach Stärke. Ja. Legain heißt Lesen, griechisch Legain heißt Lesen und Asthenes heißt schwach. Ja, also Leg ist Lese und Asthenie ist Schwäche. So, und wie heißt das Fachwort für Lesestärke? Ja, gibt es das? Nee, also es gibt weltweit kein Wort für Lesestärke. Das, was uns immer mehr verloren geht, was wir durch unsere dämliche, hyperdämliche Pädagogik uns an Lebensqualität verspielen, also für die Leseschwäche haben wir ganze Industriezweige. Für die Lesestärke, da haben wir nicht mal so viel Interesse, dass wir uns überlegen, was wollen wir denn, wie heißt das überhaupt? Und so wie unsere Interessenlage ist, so produzieren wir unsere Wirklichkeit. Ja? Und jetzt braucht ihr euch über die Ergebnisse nicht mehr zu wundern. Und wenn ein diagnostizierter Legastheniker, ich kann es gar nicht richtig aussprechen, zu mir kommt, dann beweise ich ihm in einer Stunde, dass er mindestens 10-mal besser schreiben kann, und nicht nur besser, er schreibt dann auch begeistert. Ne? Weil was ihn aufrichtet, das ist, wenn seine Talente und seine Potenziale wachsen. Die anderen, die streiten mit mir heftig, ein Legastheniker kann das nie im Leben lernen. Jetzt, wenn ich dieses Rechtschreiben und Lesetalent von dem Jungen wäre, ich hätte sagen, was soll ich bei dem Trottel da draußen? Also ich würde mich da nie zeigen, ich würde mich beleidigt zurückziehen. Jetzt komme aber ich sage, Mensch, was heißt da Legastheniker? Ich sehe, wenn du vor 100 Wörtern 80 falsch schreibst, dann tun dir die Fehler weh. Ja, ist denn Wehtun, Schmerzempfinden, ist denn Empfinden ein Zeichen von Dummheit? Nee. Empfinden ist ein Zeichen von Feinfühligkeit. Und dann sage ich, weißt du, Grobiane gibt es auf der Welt genug, aber Leute, die feinfühlig, die mit den feinen Dingen umgehen können, da habe ich fast niemanden. Und du bist so jemand. Mit dir zusammen könnte ich die Welt verändern. Ja? Und ich interessiere mich heiß für dein Talent. Was wird das Talent in dem Kerl drin machen? Das wird sich rühren, wir sagen, Mensch, den muss ich mir mal anschauen. Und der macht mich nicht gleich wieder und ich stehe zu dem, was ich sage. Das ist nicht ein Trick, sondern das ist einfach die Realität. Und da können wir innerhalb kürzester Zeit, mit Rechnen geht es genauso, ich habe in der zweiten Klasse Sonderschule in einer Dreiviertelstunde den Kindern gezeigt, wie man Millionenbeträge aus der vierten Klasse Grundschule addiert. Die haben das begeistert gemacht, haben freiwillig zu Hause, also Anfang der zweiten Klasse Grundschule, rechnet man im Zahlenraum 1 bis 20. Und wir haben Millionenbeträge richtig addiert, freiwillige Hausaufgabe bis zu 10 Rechnungen, mit 10 Millionen Beträgen untereinander addiert, alles richtig. Und die waren begierig, es zu tun, weil ihr kluges Unbewusstes hat sich gedacht, das ist jetzt eine Chance in diesem Leben, wo ich mal zeigen kann, wer ich bin. Und wann wird uns im Leben noch einmal jemand begegnen, der wissen wer will, wer wir sind. Also haben die sich voll reingelegt, voll entwickelt. Dann frage ich mich,
die Leute, die die Diagnose gestellt haben, ne? Dia und Gnosis, die Kenntnis, ich sage mal etwas salopp übersetzt, Diagnose heißt eigentlich Durchblick. Und dann frage ich mich immer, ob der, der die Diagnose gestellt hat, ob der den Durchblick gehabt hat. Ja? Und seht ihr, wenn wir so grundsätzlich mit dem Leben umgehen, dann betrüben wir uns. Es heißt, der Verstand, der Geist wird trüb. Die Wahrnehmung wird schlechter. Wir machen mehr Fehler, das erschöpft uns mehr. Wir laden uns mehr auf, das beugt uns, das bedrückt uns und. Und als Hilfe kriegen wir dann noch gesagt, ja, du musst dich nur noch mehr anstrengen. Wir strengen uns eh schon an und da sollen wir uns noch mehr anstrengen. Und wenn es nicht klappt, dann sind immer wir schuld. Wenn zu mir jemand kommt und ein Problem hat, Mutter mit Kind zum Beispiel, dann sage ich, ich zeige dir jetzt, also hier zweite Klasse Sonderschule, ich zeige euch, wie das geht, zu 100% auf mein Risiko. Ich schäme mich sonst, mich einen Lehrer zu nennen, wenn ich das Risiko auf jemanden abladen muss, der es noch nicht kann. Ja? Und dann darf er Fehler machen und ich freue mich also und sage ihm, wenn du willst, darfst du noch mehr machen. Und dann komme ich in Kontakt mit den Aufrichtekräften, mit den Potenzialen, mit den Talenten, mit den Begabungen. Und die brauchen Nahrung, um zu wachsen. Und wenn ich jetzt, mach doch das Experiment zu Hause, egal ob das jetzt Leseschwäche und Lesestärke ist oder Rechenschwäche und Rechenstärke, egal welches Lebensproblem es ist, nimm zwei Blumentöpfe, auf den einen klebt er den Zettel drauf, Schwäche, auf den anderen Stärke und dann gießt er einfach mal 4 Wochen lang immer nur die Schwäche und dann schaut er mal, was mit der Schwäche passiert. Und in den 4 Wochen dürft ihr aber die Stärke nicht gießen. Und dann schaut ihr, was mit der Stärke passiert. Die wird einfach eingehen. Ja? Und dann sagt sie noch, ich habe es ja gewusst, sie war nicht da. Ne? Und wenn du es umgekehrt machst, dann machst du das andere Experiment, dann gießt du mal 4 Wochen lang die Schwäche nicht. Wenn die sich vordrängen will, sagst du, du bist jetzt nicht dran, du kommst in 4 Wochen wieder dran. Ja? Also ich kümmere mich absolut 0, gar nichts um die Schwäche und gieße 4 Wochen lang nur die Stärke und die wird prächtig gedeihen. Und so banal und einfach ist Problemlösung, es löst sich. Wir alle sind vom lieben Gott als Lebewesen erschaffen worden und leben tun wir doch von selbst. Außer wir hindern uns daran. Durch irgendwas, was wir gelernt haben und noch nicht überprüft haben. Und dann bekommen wir netterweise, der Mensch ist ein wahnsinnig, schöne, sinnreiche Konstruktion. Wenn er ein Problem hat, dann darf er entweder hinschauen und erkennen, was er verkehrt macht, womit er gegen die Gesetze des Lebens verstößt. Wenn er das erkennt, dann kann er mit der Erkenntnis sein Leben gestalten. Und wenn er sagt, nee, ich möchte noch nicht so reif sein, ich möchte einfach noch Erfahrung sammeln, dann macht er sich selber sein Problem größer. Und je größer es wird, umso besser kann es ja dann erkennen. Also so oder so, am Ende ist immer eine Lösung da. Finde ich sehr trostreich. Es klingt ein bisschen vielleicht sadistisch, aber das gehört dazu. Das Leben hat immer beide Qualitäten. Ja? Also das Leben ist eine Kraft, die verstanden werden will, für was immer. Ob ich dem Körper was Gutes tun will, ob der Seele, ob dem Geist. Alle brauchen Nahrung und Nahrung heißt halt, ich muss der Seele was zu essen geben. Und dann seufzt das Kind oder der Erwachsene und wenn er seufzt, ist ihm leichter und dann hat er auch mal eine andere Haltung. Ja? Und ihr seht, jetzt bin ich so ganz nebenbei, so ein bisschen in die neue Kantschule reingekommen. Problemlösung ist immer einfach, ich finde es auch manchmal nicht, aber dann liegt es nicht daran, dass der andere unheilbar ist und dass er da lernen muss, damit zu leben, sondern dann liegt es daran, dass ich halt das noch nicht gefunden habe und der andere auch noch nicht. Und dann sage ich, okay, ich werde weitersuchen, sinnvollerweise machst du das auch. Vielleicht sage ich ja, okay, in dem Bereich hat zum Beispiel der Klaus Ritter mehr Praxis, also ich rede doch mal mit dem. Oder wenn es körperlich ist, dann schicke ich ihn zu einem anderen Tontherapeuten.
Und dann sagt er hinterher, Mensch, das kann man ja auch noch machen. Und das, das Leben führt uns als Lebewesen immer im Leben. Also das Leben wird uns nie außerhalb des Lebens führen. Gut, vielleicht möchte von euch jemand noch was Wichtiges sagen, sonst mache ich noch ein kurzes Thema, das auch am Rande damit zu tun hat. Ich habe vorhin beim Dr. Hansen schon gesagt, wenn das Baby auf die Welt kommt, vorher ist es geschwebt im Fruchtwasser, hat seinen Lebensrhythmus frei ausleben können und nun liegt es auf einmal auf einer Unterlage, die ist völlig unbeweglich. Ich sagte vorhin, eine Bremse von 100 auf 0. Auf 0 natürlich nicht, weil bei 0 wäre es eine Leiche, da rührt sich gar nichts mehr. Wenn der Hansen in der Schule sitzt, auf dem Schülerstuhl, ich kann das physikalisch messen, ich mache das seit, ja, solange ich dran mache, also seit 1990, also Dezember 1990. Wenn ich die Schwingung messe, dann sehe ich, wenn ich das Schwingsystem blockiere, also ich kann die Sitzfläche aufhängen oder die Liegefläche oder die Stehfläche, dann macht diese Fläche meinen Rhythmus mit. Wenn ich die Aufhängung so definiere, dass sie in meinem Frequenzbereich schwingt.